Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und letzte Folge waren wir wieder mal unterwegs in Akkon und haben da unser vorletztes Attentat, glaube ich, vor dem großen Finale abgelegt. Und jetzt sind wir dann in Damaskus und sind dann dahin gereist. Und dann war erstmal Aufnahmepause und Aufnahmeschluss, denn ich musste los in den Urlaub. Jetzt bin ich aber wieder da und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber wie gesagt, eine Stunde aufnehmen für jeweils 20 Minuten, dreimal die Woche, wie immer. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wir sind glaube ich in Damaskus, genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier nochmal rein müssen und das Gequatsch nochmal anhören, aber ich glaube schon, wir gucken einfach mal. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt ja. Und berichtet mir von euren Abenteuern. Das kennen wir jetzt schon. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja, seid ihr nun so wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. So, wieder gut zugehört. Wir müssen in den Süden und in den Osten. Okay, das Übliche wieder. Türme besteigen und Nachforschungen. Nachforschung betreiben. Ich guck mal ganz kurz, Süden und Osten ist ja mehr so hier, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen als allererstes mal auf dieses Türmchen, das passt ja perfekt. So, einmal ganz kurz orientieren. Da drüben müssen wir, glaube ich, hin. Oh, oh. Nicht jetzt wieder. Warum behelligt ihr mich? Ja, es tut mir leid. Wir gehen mal hier lang und versuchen wieder so wenig Aufsehen wie möglich zu erreichen. Oder zu... Wie auch immer. Diese Flaggen da gerade, das waren doch türkische Flaggen, ne? Wieso waren die denn... Wo sie hin? Wieso waren die eben grün? Oder ist das noch eine andere Flagge, die ich nicht kenne? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Türmchen ist, glaube ich, jetzt hinter uns. Das ist schon wieder ein neues. Oh. Schon wieder ein neues. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Wir übernehmen das mal schnell. Oder wir haben eben eine Flagge aufgesammelt. Ich kann nicht mitkriegen. Ja, fahr runter. Lol. Also. Hey, der war doch schon. Oh nee. Also, als wir das mitgekriegt haben, wie wir da oben. Wie wir da oben uns. Kommt gleich wieder die halbe Stadt an. Na naja, gut, kämpfen ist aus. Wir haben ja schon ein leichtes. Und die sind ja auch noch nicht so gut bewaffnet hier. Außer der vielleicht hier. Aber das müssen wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Zack. Nix mit Gnade, du musst auch einen von dieser Brut. Hau bloß ab. Ach guck mal, da kommt noch einer. Was ist hier, erst Gnade und dann holt er noch seine Brüder. So ein. Guck mal, der Stück kommt da unten. Naja. Das Mittelalter war hart oder was auch immer. Die Zeit. Ich glaube, die Zeit ist so 12. Jahrhundert ungefähr. So, da müssen wir hin. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind voll aus dem Konzept hier. Ja, wir müssen, glaube ich, hier den da drüben, ne? Hä, wir sind wieder runtergefallen. Die waren noch. Die waren noch. Ach, wir müssen. Okay, ich dachte, wir sind jetzt da rechts. Okay, wir müssen doch hier rauf. Alles gut. Es wird sicherlich nochmal bewacht hier. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder mit Bogen und so abgeschossen werden. Ich guck mal. Nee, da scheint keiner zu sein. Sind wir erstmal weitestgehend safe hier oben. So. Mal gucken, was die Karte von sich gibt. Ach schön, Damaskus. Wie gesagt, wir sind jetzt so im Endspurt von Assassin's Creed 1, glaube ich. Wir sind jetzt eigentlich das letzte Mal in irgendeiner Stadt, bevor... Guck mal, da vorne ist gleich was. Bevor dann das große Finale kommt, tatsächlich.
Dienst an. Wo bist du? Ich weiß, dass du so, hier bist. Ja, ich bin hier, aber das weiß er bitte selber nicht. Wo ist unser Informant? Der müsste hier wieder um die Ecke stehen. Ach, oh. Jetzt haben wir die halt uns umgeholt. Ich bin arm. Warte, ne? Und hungrig. Was? Wo? Wo ist hier unser Informant? Steht er auf dem Dach? Nee, wir sind vorbeigelaufen, ne? So wie er rennt, musste das passieren. Ja. Guck mal, hier sind wieder die Goldhelme. So. Sind wir eben an unserem Kumpel vorbeigelaufen? Vorsicht! Hä? Ist er in dem Haus drin oder auf dem Dach? Was sind das überhaupt? Informanten-Dings, ne? Ja, wir müssen nur auf das Dach rauf, ne? Cool. Anders sehe ich jetzt hier keine Lösung. Wir gucken mal. Aber auf dem Dach haben wir die da eigentlich noch nie angetroffen, ne? Ach doch, guck mal, cool. Na gut, wissen wir Bescheid. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Okay, stoppt da eigentlich die Zeit jetzt? Ach, wir müssen jetzt zu ihm hingehen in der bestimmten Zeit. Ach, das geht ja noch. Aber alles klar, wieder auf Zeit. Ich überlege jetzt, ob ich über den Dächern bleibe. Ich glaube, ich gehe mal nicht über die Dächer. Weil das dauert immer alles mir zu lang. Hoffen wir mal nicht, dass der selbst auf dem Dach ist. Dann müssen wir am Ende wieder hoch. Aber die Zeit müsste eigentlich reichen. So. Mit der Nase nach. Die ganzen Bürger hier, meine Fresse. Oh. Hier wird's wieder krepelig. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Hier rauf, ja. Er scheint in Eile zu sein. Der verdammte Narr also hat den Verstand verloren. Da ist er. Sehr gut. Alter, hier. Nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Das war's schon. Nice. Okay. Der Typ, ne? Von dem wir eben weggeschickt wurden. Ich glaube, die Synchronstimme, die kenne ich irgendwoher. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen gefährlich. Okay, das müsste sich erledigt haben. Kommt er ja nicht hoch? Nein. Ich gehe auf die andere Seite. So, mal gucken. Das ging ja echt flott gerade. Aber sicherlich haben wir nochmal was anderes zu tun jetzt. Ein bisschen was Komplizierteres, was Schwierigeres. Und hopp, was? Wird das auch bewacht hier oben bestimmt, oder? Eigentlich ist das hier immer relativ gut bewacht, aber jetzt nicht, okay. Na gut, wird seine Gründe haben. Jetzt bitte kein Todessprung hier, ohne dass ich das will. So, ich glaube mittlerweile habe ich das schon ganz gut gerafft. Okay, weiter geht's. Wir mussten ja in den Süden und den Osten, ne? Wir sind jetzt relativ weit im Osten. Ich denke mal, das wird uns hier ein bisschen was Neues zeigen. Oh, drei Sachen gleich, vier Sachen. Alter. Belauschen, Taschendieb, Befragung und Informanten. WTF. Ja, gut, fangen wir von rechts an. Wollen wir mal alles machen, wenn das geht? Das ist ja krass. Okay, also der Turm auf jeden Fall sehr... Hallo? Hallo? Aussteigen bitte. Okay, wahrscheinlich, weil er gerade ein Typ war. Genau, okay. War eine reiche Ernte gerade. Belauschen machen wir, weil das easy ist. Da müssen wir nichts machen. Da müssen wir uns dann irgendwo hinsetzen. Jetzt halt den richtigen Punkt finden. Vielleicht erregen wir da nochmal ein bisschen Aufsehen, aber... Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht... Ich rede da noch von auf. Gut, mit Ansage. Haben wir letztes Mal schon mal auch mal gelaufen. Haben wir auch nicht zurecht. Okay, da sind wieder ein paar mehr. Und auch ein bisschen Silber und Goldkappen mehr. Und die hat doch... Ich will nicht, dass du mich verfolgst, wie der hier hält.
Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen hier. Ja, ist gut, meine Fresse, hier geht's ja heiß her und da entweder will, aber das ist noch ein bisschen gut. Noch ein bisschen besser, meine ich, würde ich sagen. Er hat uns schon so angeschrien, aber jetzt gehen wir fix. Einer noch, einer noch. Geht doch. So, darf ich jetzt eine Runde belauschen, bitte? So, da vorne, ne? Zeigt euch! So. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Okay, Rubair hält täglich Treffen in der Madrasa. Madrasa ab? Madrasa? Keine Ahnung, Madrasa, irgendwie so. Okay, wir haben jetzt hier, können Sie jetzt aussuchen, Taschendieb, Befragung oder Informanten. Ich gehe jetzt mal der Einfachheit halber. Ich weiß gar nicht, was Befragung ist. Wir gehen mal zu einer Befragung. Taschendieb, weil den Rest hatten wir alle schon mal. Klar kann dieses Informantending auch ein bisschen was Cooleres sein. Aber also eigentlich, ich würde gerne mal diese Befragung machen. Weil da kommen wir, glaube ich, nämlich nicht in Schwierigkeiten. Denn wir gehen gestern hammerschnell. Oh, hammerschnell heute. Das ist natürlich ein glücklicher Umstand, jetzt hier niemanden anrempeln. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier. Ne, wir müssen schon hier rum, ne? Und dann hier rechts, da könnten wir jetzt die das andere machen. In der Dunkelheit der steht, nee, der da. Müssen wir es ihnen nicht gleich tun. Dies ist ein Neubeginn. Lasset euch von Zubair zur Erlösung führen. Lasset euch von ihm ins Licht nah führen. Zubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Ich muss einfach zuhören. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Okay. Was wollt ihr? Müssen wir jetzt erfolgen? Und ich lasse euch leben. Ich habe jetzt eine Faust ausgewählt. Muss ich den jetzt zusammenschlagen? Befragung? Ne, ich glaube, ich muss ihn jetzt eins rüberziehen und ihn somit bedrohen. Dass er uns Fragen beantwortet. Ich denke, ja, so wird es sein. Weil es ist ja auch dieses Symbol und es ist auch so eine Faust. Dann hauen wir dem jetzt hier ich gleich eins über. Nicht. Lass mich in Ruhe. Gleich eins über die rüber. Nein, geh weiter. Ich will es jetzt hier nicht so in der Öffentlichkeit machen. Oh, hier sind so viele Menschen. Na, mal gucken. Was wir für einen Ort finden. Die ist eigentlich ganz gut. Ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gib. Das will ich von dir. Was soll ich denn machen? Kann ich auch ein Schwert ziehen? Wo ist der Typ hin? Läuft der weg? Er läuft weg. Nee, der ist schon über alle Berge, ne? Ich weiß halt gar nicht, was wir machen können. Wollen Sie einen Despoten? Ein abgelegenen Ort. Ja, gut. Ja, dann, wo ist denn unser Despot hin? Lauf doch mal weiter. Du wirst nie entkommen. Der ist schon über alle Berge natürlich. Hier, gut. Wo ist er? Ja, stand er denn? Nicht gesehen. Ach, das ist gar nicht. Oh. Der ist gar nicht mehr hier. Ich weiß, das war jetzt nur das Zeichen für die. Hallo, ich sehe nichts. Für die Mission, aber nicht, dass er da ist.
Gut, jetzt ist er weg. Das können wir uns jetzt klären. Dann würde ich jetzt erfasst. Okay, Fragen sind doch dann relativ schwer. Oh, weil wir auch diese ganzen Blicke hier auf uns ziehen. Kriegt er direkt zurück. Du gehörst mir. Hau doch mal zu. Welche passen da die zu einer Alias? Was war das denn gerade? Oh, voll die Kombo. Bam. Und noch eine Kombo. Und der noch. Bam. Oh, wie hat er den noch gekontert? Also der abgewehrt, meine ich. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Welche Parken da diesen Namahalias oder Kai betten? Das ist nicht der erste hier. Die Dame. Oh, sorry. Nie, solange du noch kannst. Die sind gut, die Typen. Ja, wie soll man eigentlich fliehen? Dieser Spruch ist eigentlich auch total unnötig. Weil wir folgen ein E, verfolgen ein E. Alter, der Typ. Gut aufgepasst in der Schule. Aber nicht gut. Befragung reinitiiert. Nein, jetzt sind die ganzen Leute hier weg. Er erkannte, was getan werden muss. Verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen. Okay. Ja, dann zeig mal. Ihr sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Naja. Kiesemann, es sind doch jetzt fast keine Menschen, oder? Also ist ein Mörder in der Nähe. Gut, wir verfolgen ihn jetzt mal ein bisschen länger. Geduld, glaube ich, müssen wir jetzt hier vor. Die läuft hier woanders lang, oder? Ich glaube ja. Du, was heißt jetzt schwer hier in dem Getümmel, wenn wir uns wieder kloppen mit das den ganzen Wachen, dem nicht aus dem Auge zu verlieren. Abgesehen davon, dass hier überall Menschen sind, also jedenfalls hier momentan. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Okay. Wir warten hier, wie gesagt, nochmal ein bisschen ab. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Oh, ich hau hier gleich auch eins über die Rübe. Guck mal, geht er jetzt? Ja, guck mal, hier ist unser Informant. Ja, cool. Da ist er vorne. Ey, ich hau gleich eins über die Rübe. Hau ab. Das ist doch hier kein abgelegener Ort. Müssen wir jetzt hier? Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Bitte. Guck mal, wenn er jetzt da in die Gasse geht, dann haben wir. Jetzt kommen schon zwei Wunden Rollen an, Alter. Jetzt nicht verarschen. Wieso geht er nicht in die Gasse? Da wäre es so ruhig. Bitte nur ein paar Goldstücke. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Ich würde ihm ja gerne was geben, aber es halt, geht halt auch leider nicht. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Okay. Jetzt hat sie gemerkt, dass es nichts bringt. Jetzt biegt doch mal rechts ab, bitte. Dann kann ich. Bitte. Ja, er biegt. Nein, er biegt nicht ab. Denkt ihr nicht, dass ihr mir ein bisschen zu nahe seid? Meint er uns? Ich glaube nicht. Aber das wird doch hier überall bewacht. Wie soll ich denn jetzt hier, dem unbemerkt eins über die. Außer wenn er jetzt hier lang geht. Ja, ich warte mal noch ein bisschen. Ich kann ja ein bisschen gucken, ob hier jemand. Kommt mir nicht zu nahe, warum haut ihr nicht ab? Ah, hier sieht es momentan ganz gut aus. Aber jetzt kommen hier für viele Menschen. Jetzt auch der Typ da. Okay, der geht aber nicht da lang. Komm jetzt. Da waren, da standen welche. Hab ich nicht gesehen. Sag doch was. Wie jetzt? Soll ich mein Pferd zurückbringen? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Wo ist der Typ? Wir müssen dem Typ verfolgen. Niederlage ist besiegelt. Der ist wichtig. Okay, das wird jetzt eine kleine Verfolgungsjagd. Scheiße. Er läuft auch so zickzack.
Familie ist groß und verärgert. Komm, hau ihn doch, hau ihn doch. Nein. Weil er kann doch nicht mit gezücktem Schwert. Jetzt rennt er hier rum wie so ein Hoppelhäschen. Wir sind ziemlich schneller. Oh, wir ziehen so viele hinter uns her hier. Jetzt schlag doch! Er zückt sein Schwert immer erst, wenn er steht. Oh Gott, das ist... Das wird nichts, oder? Oh. Nein! Oh. Viele haben wir jetzt hinter uns, will ich gar nicht wissen. Oh, wie soll denn das gehen? Wo ist er hin? Oh Gott, das ist viel. Wo ist der Typ? Lass dich fallen und renn durch, lass dich fallen und renn durch. Okay, das wird nichts, der ist schon weg, oder? Der. Lauf doch einfach! Okay, der ist schon über alle Berge, ne? Der ist schon wieder da, wo er vorher war, glaube ich. Okay, die Mission ist richtig scheiße, das musst du sagen. Ja, da steht ja schon wieder, ne? Als ob, wir müssen jetzt die wieder. Müssen wir jetzt die alle abschütteln? Na gut, die kommen alle hierher. Okay, das wird jetzt eine große Sache, glaube ich. Und wir machen diese Mission. Ich kann es wissen, das ist richtig scheiße. Wir haben jetzt richtig Zeit vergeudet hier. Wir machen lieber Taschenlied, das würde viel schneller gehen. Das ist mir in dem Fall lieber. Weil wir haben ihn ja auch geschlagen. Ist nicht so, dass er irgendwie. Es geht ja darum, dass wir ihn sozusagen drohen, dass wir ihn keinen töten oder so, und dass er uns dann Fragen beantwortet. Aber es hat ja nicht so gut geklappt. Ich habe jetzt da in nächster Nähe auch keinen Ort gesehen, wo es mal ein bisschen ruhiger war. Ich laufe mir ja nicht 50 Minuten hinterher, um da drei Fragen zu beantworten. Oder dann eher mit drei Fragen beantworten, so rum. Also machen wir jetzt den Taschendieb. Oh, ab. Wie er es einfach auch versucht, einfach jetzt alle weg und kotzen. So. Die Befragung kannst du klemmen, wir machen jetzt Taschendiebstahl.